Ein Typ geht in eine Apotheke, so 17 Jahre alt, sagt zum Apotheker: Hallo Apotheker. Ich habe eine neue Freundin und ich bin da heute bei den Eltern zum Essen eingeladen, aber ich hoffe, danach gibt es noch ein bisschen hier Remi-Demi, ne? Also für Erwachsene. Ne? Sagt er, was kann ich denn da, was gibt es denn da? Ja, sagt der Apotheker, am besten, Sie nehmen Kondome. Das ist eine Riesenidee. Er verkauft die Kondome, er geht zur Tür, kommt wieder zurück, sagt, wissen Sie was, die Mutter, die ist auch geil. Da ist ein ganz, ganz steifer Zahn. Ne? Ob man da, vielleicht kann ich da auch noch landen. Ja, gib mir noch mal ein zweites Päckchen Kondome. Ne? Zweites Päckchen Kondome. Er ist abends beim Essen, sagt keinen Ton. Sagt die neue Freundin zu mir, hätte ich gewusst, dass du so schüchtern bist und keinen Ton sagst, hätte ich dich heute nicht eingeladen. Sagt er, hätte ich gewusst, dass dein Vater Apotheker ist, wäre ich gar nicht gekommen.